Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde hier von der Legend of Zelda Breath of the Wild. Heute geht's mal wieder weiter, denn wir haben in der letzten Episode unser gutes, wunderschönes, ja wunderschön nicht, aber wir haben unser Haus abgegradet, soweit wir können, denn wir haben alles gemacht, außer jetzt, wenn wir so wollen. Wir haben hier in der guten Innenausstattung haben wir hier die Aushängeschilder und die haben wir jetzt einfach nur, ja. Wir haben diese drei gekauft, diese zwei, eins hatten wir ja schon, also eins haben wir früher mal gekauft, ich weiß nicht mehr, aber ich finde es, wie man die Innenausstattung machen oder gemacht hat oder programmiert oder irgendwas hat, es ist sehr dürftig. Und ich weiß nicht, wie und warum die das so gemacht haben, aber für mich ist es irgendwie so ein bisschen enttäuschend, muss man sagen. Aber ja. Ist es nicht alles. Wir haben hier noch wirklich ein paar Nebenaufgaben, die wir lösen können. Goldrick im Stein am Fluss dreht sich sehr viel Geschichte in Königsfamilie. Okay, die schwarze Serie. Im vor 100 Jahren zerstörten Schloss Hyrule sollten seltene Waffen aus aller Zeit zu finden sein. Unter Waffensammlern sind sie also auch bekannt. Okay, alles ist halt irgendwie mit kolossale Knochen. Orak vom Stall von Marita hat dich um Bilder von Koloschwalknochen gebeten. Auf den Bildern muss nicht der gesamte Wal abgebildet sein, es reicht, wenn der Kopf zu sehen ist. Die Knochen finden sich am Region Eldin im Nordosten, in der Region Hebra im Nordwesten und in der Region Gerudo im Südwesten. Haben wir schon mal gesehen? Wir gehen mal dahin mit den Kleidern, die wir im Norden tragen, gehen wir jetzt zum Süden und wir werden wahrscheinlich eh irgendwie an Hitze krepieren, bevor wir irgendwas machen können. Pferde registrieren! Fange Wildpferde auf dem Ring zum Stall, um sie zu registrieren. Dein Pferd kannst du jederzeit herbeirufen. Also, nein. Doch, eigentlich schon, aber wir müssen das bei uns haben und nicht irgendwie irgendwann dann mal zusammenrufen. Irgendwie. Noch nicht, Hitzeprobleme. Ich würde mich in den Klamotten echt schon zu Tode schwitzen. Was ich jetzt auch gleich mache, aber das ist ja was anderes. Haben wir solche Knochen nicht schon irgendwo gesehen? Ach komm, macht ja nichts. Ein Elektro. Wir tragen ja kein Bügelchen mehr. Okay, weg. Oh nö, Kinders. So, wir haben ihn zur Hälfte unten. Also wir haben wirklich schon... Nein. So lass ich mich nicht rumkommandieren, will ich schon sagen. Aber es wäre zu viel gesagt. So, irgendwo hier gibt es ja den berühmten Wal. Oder halt riesengroße Knochen. Habe ich jetzt noch nicht gesehen, aber das wird es ja bestimmt irgendwo zu sehen geben. Na gut. Tannensturm. Nicht so geil, ne? Auch, dass jetzt die Minimap... Naja.
Das war ich. Ah, okay. Wir sind jetzt eigentlich in einem Sturm, wir können wieder raus, rein, raus, rein. Das ist kein Problem. Da hinten ist ein Licht. Ach du Schande, jetzt wieder. Ja. Da geht wieder ein bisschen zu weit. Aber irgendwo hier muss ja ein Wal oder irgendwie so ein. Was wird da genau beschrieben? Kolosswalknochen. Gerudo im Südwesten. Okay, gut, die ganze Karte ist natürlich abverreckt. Ich dachte, die Karte würde angesichts noch funktionieren, aber nur der aktuelle Standort nicht. Aber ist jetzt auch egal. Hier blinkt was. Zitterkraut. Okay. Im Südwesten. Im Südwesten haben wir gesagt, ne? Also, hier irgendwo wäre es dann, ne? Ah, kacke nochmals. Man kann nicht immer Glück haben, aber das Glück ist ja auch gerade heute nicht so hold, daher, na gut. Aha. Nö, kannst ja knicken. So einiges. Okay, 25 nur. Wir haben aber jetzt kein Diamant oder so, das wir verticken könnten. Wir haben für antike Reaktoren. Wir können Nebenquest abschließen. Wir haben ja irgendeine Quest mit den Reaktoren. Sie braucht drei, oder irgendjemand braucht drei, also neun Sachen halt. Und jeder davon halt drei Sachen, jede drei, das heißt neun Sachen. Und wir können den, wir können den nachher auch wählen. Aber jetzt haben wir gerade was anderes. Nein. So rum. Das wieder. Und dann so. Cool, juhu! Nein, wir wollen die öffnen. So rum. 10 Holzpfeile in der Truhe. Sind das Kolosswalknochen? Er will ja den Kopf haben, aber den Kopf sehen wir hier nicht. Shit. Aber hier ist es dann mal. Das war nicht immer eine Wüste, nehme ich mal an, oder? Das heißt, hier war vielleicht früher mal wirklich alles voll mit Wasser. So ein Riesenbecken mit Wasser, das einfach nur ausgetrocknet ist. Und vielleicht die Insel oder das Ding da zurückgeblieben ist, ne? Und der Wal und jetzt irgendwie abgeknackt oder abgestorben ist, klar. Ich hoffe, das geht durch. Oh, nö, Kinder. Ah, mach nicht so einen Kack draus. Oh. Shit, hat er wirklich eingehaut hier, ne? Aber die Frage, wo ist denn der Kopf? Das ist meine wirkliche Frage. Wo ist denn der Kopf der ganzen Sache hier? Da ist ein Riesenungetüm. Da können wir jetzt wieder runtersegeln mit unserem. Das
Riesending, ey. Ach, das sind die Füße von dem netten Herrn, ne? Oh. Jetzt frieren sie plötzlich. Na gut. Klar, jetzt ist er wieder nach, ne? Das ist sehr mysteriös, aber... Nein! Ich frage mich gerade, wo denn der Kopf der ganzen Sache steht. Und was ist das denn für ein Außenposten? Guck mal an. Hier ist noch was. Oh, guck mal, da ist... Ist das ein Kopf? Ich weiß gar nicht. Was? Na gut, dann folgen wir dem netten Herren oder dem Ding halt immer wieder. Jetzt von Stein zu Stein nehme ich mal an, ne? Ach, da hinten. Dachte jetzt schon. Na, Wüstenprobleme haben wir hier nicht. Ja, Sandprobleme. Also, doch, Kälteprobleme, so. Sand ist ja Wüste, ne? Oha. Nur wegen dem Ding haben wir jetzt hier wirklich kalt. Oh, juhu, Kuckschaben. Ja, 12 Stück. Hey. Kommt der hier, Arschkriecher? So, Edelwild. Kein Luxuswert, aber Edelwild. Immerhin, was? Ich frage mich jetzt, ob das jetzt reicht mit dem, was ich abfotografiert habe. Oh oh. Der will eigentlich den Kopf sehen, ne? Bam 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 bam. Wenn der Kopf zu sehen ist, reicht, wenn der Kopf zu sehen ist. Wir haben alles außer den Kopf hier. Das ist ein bisschen doof. Hallo. Eismelonen. Immer gerne. Also Frostmelone, nicht Eismelone. Frostmelönchen. Ich frage mich jetzt, wohin es nun geht. Ist mir nur eine weitere Schlucht. Mifas Gebet ist bereit, wenn du es brauchst. Okay, wir legen alles brav ab. Okay, wir sind tot. Okay, doch nicht so ganz. Wow, hat es voll gebracht. Aber okay, gut. Wir dürfen einfach nicht zu nahe gehen. Das soll uns, glaube ich, eine Lehre sein.
Oh. Was ist denn das hier für ein Rätsel? Hm. Hier muss das also in die Mitte gelangen, ne? Also irgendwo. Ach, da unten. Guck mal an. Haben wir es doch gefunden. Komm mal mit. Nein. Du kommst mit. Okay. Mal kurz, jetzt nehmen wir mal so hin. Nein. So. Hey! Nein! Okay, das ist echt gerade ein bisschen doof. Hat das auch ein Symbol, aber doch. Genau, rechts auf, oder was? Oder haben wir jetzt? Einfach genügend Abstand haben, das geht das schon. Meine Freunde, ich glaube, das Ding ist irgendwie buggig oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall sehen wir uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin, wunderschönen guten Abend. Bis dann. Ciao und tschüss.